Hey und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich will euch heute mal ein Online-Spiel vorstellen, das aber über den Browser geht. Das nennt sich Wild Horses Rally. Ich hatte das schon mal vor einer Weile angespielt, aber ich habe meine Daten vergessen. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn wir uns das jetzt gemeinsam nochmal angucken und vor allem auch schauen, was so alles dazugekommen ist in der ganzen Zeit, in der ich nicht gespielt habe. Also ich habe jetzt meine ganzen Daten angegeben, sprich meinen Namen, meine E-Mail und Passwort. Das zeige ich euch jetzt nicht. Aber ich bin jetzt so weit, dass ich mir sozusagen einen Leithengst aussuchen darf. Ich darf entscheiden zwischen einem Rappen, einem Schimmel und einem Fuchs. Und ich schwanke gerade zwischen dem Rappen und dem Fuchs. Ich weiß, ich habe damals den Fuchs genommen, weil ich generell Füchse sehr gerne mag, aber ich finde den Rappen auch echt hübsch. Aber ich glaube, ich bleibe beim Fuchs. Dann darf ich auch meine Herde benennen. Und hier habe ich mich für Free Schlender entschieden. Da drin steckt Free und irgendwie auch Fresh und keine Ahnung, warum es so heißt, aber ich mag so komplett kreative Namen, wo man gar keinen Zusammenhang damit finden kann. Als nächstes kannst du deinen Leithengst benennen, also den Fuchs hier. Und ich muss sagen, dass ich Zeus eigentlich mega süß finde. Also, ich weiß nicht warum, aber ich mag es ja generell mit der ganzen griechischen, römischen und keltischen Mythologie. Ich muss auch noch mein Alter angeben. Ich bin 19. Und dann registrieren wir uns. Dann bin ich auch schon wieder zurück auf der Startseite und ich habe jetzt per E-Mail einen Link bekommen zur Verifizierung meines Accounts. Ihr müsst sozusagen erstmal euren Account aktivieren und wenn das geschafft ist, können wir eigentlich loslegen. Das Erste, was wir sehen, ist unser Hengst und hat natürlich volle Energie und volle Gesundheit. Wir können ihn jetzt sozusagen im Schritt, Trab oder Galopp rumlatschen lassen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal galoppieren, merkt man, es ist was passiert. Also, der Hengst ist rumgaloppiert und hat ein weiteres Herdenmitglied gefunden. Dadurch hat er plus 300 XP und natürlich auch ein Pony dazu erhalten. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt mal an. Okay, das ist unser neues Herdenmitglied und wir sollten dem auch einen Namen geben. Das ist jetzt auch ein Hengst. Nein, eine Stute, Female. Und somit steht der Name jetzt hier oben. Sie ist 2 Jahre alt, ein Silberdan und aber nicht beschützt. Man kann natürlich auch ein Pferd aus der Herde kicken. Dafür bekommst du 15 Token dazu. Wir haben jetzt hier 55. Und wir können mit ihr auch ein anderes Pferd oder Pony beschützen. Genauso haben wir auch die Möglichkeit, sie nach Futter suchen zu lassen. Und wir haben einen mystischen Fern gefunden. Und wie es ausschaut, können wir sie auch irgendwann mal noch decken lassen, aber ich denke, das kommt noch. Dadurch, dass wir auch ein Level aufgestiegen sind, haben wir hier jetzt auch wieder volle Energie. Also eigentlich hätten wir 60 verloren, aber das hat sich erledigt. Wir können auch schlafen und wir können kämpfen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so vorteilhaft ist. Ich glaube, man kann dadurch auch ein Pferd verlieren. Und es kostet einen 10 Token. Und 20% Energie. Okay, hier steht der Skill von den anderen. Und ich habe keine Ahnung, wo unser steht. Oh, hier. Okay, ich glaube, so weit sind wir wirklich noch nicht. Ich würde sagen, wir galoppieren nochmal eine Runde rum und gucken, was passiert. Okay. Also unser Pferd hat einen Geruch wahrgenommen. Also wir können jetzt riskieren, diesen Geruch nachzugehen. Oder es einfach ignorieren und bleiben sicher. Ich glaube, wir sind mal so riskant und geben dem nach. Und das war kein Pferd. Was es war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben wir 30% Energie verloren. Da es sich hierbei nicht um ein weiteres Pferd gehandelt hat, sondern um was Mysteriöses anderes. Also ich bin jetzt noch eine Runde getrabt. Wie es sich anhört. Und wir haben ein weiteres Herdenmitglied erhalten. Und das ist diese Rappe hier. Oh, ist das süß. Ein Black Sabino. Auch wieder ein Hengst. Und mit diesem Hengst können wir jetzt ein Trainingsbattle machen mit unserem anderen Hengst. Um sozusagen ein bisschen an Skills dazu zu gewinnen. Und dem geben wir jetzt den Namen Hades. Das kannst du übrigens aber nur einmal pro Tag machen. Sonst kommt diese Nachricht. Wir haben jetzt leider auch nur noch 60% Energie. Wir könnten jetzt nochmal galoppieren oder. Nein, also für mehrfach traben hilft's nicht. Ich würde mal Schritt gehen. Wir waren lange nicht mehr im Schritt. Eigentlich noch nie. Und wir haben wieder was gerochen. Wir wissen nicht, was es ist. Und ich glaube, wir riskieren es einfach wieder. Und das war nicht gut. Es war was, was nicht so gut geschmeckt hat. Also, ich glaube, wenn da so ein seltsamer Geruch ist, sollte man es doch lieber besser lassen. Aber wir gehen noch mal einen Schritt. So. Und dieses Mal haben wir ein Apfelversteck von einem Waschbären gefunden. Wir können das jetzt plündern. Wir könnten jetzt so kriminell sein und die Sachen klauen.
Ist halt aber riskant, weil so ein Waschbär kann schon ziemlich kratzen und beißen. Oder wir lassen ihn einfach in Ruhe. Wir riskieren's. Okay, ich glaube, das sollten wir doch lieber nicht so mit dem Riskieren machen. Wir haben nur noch 15% Energie. Ach du. Das lernen wir daraus. No risk, more fun. Also wirklich, viel machen können wir jetzt nicht. Battle würde ich jetzt wirklich davon abraten. So weit sind wir noch nicht. Ich würde jetzt eher eine Runde schlafen. Unsere Gesundheit ist nur jetzt ein bisschen niedrig. Unsere Energie ist immerhin wieder aufgeladen. Aber ich glaube, das mit den Risiken sollten wir wirklich in Zukunft lassen. Das ist nicht gut. Okay, einem unserer Herdenmitglieder geht es nicht gut. Und entweder wir geben ihm eine sichere. Jo, wie heißt es jetzt? Entweder wir geben ihm sozusagen was Sicheres. Oder wir geben was nicht sicher ist. Und ich glaube, da geben wir ihm lieber was, was sicher ist. Weil wir haben gelernt, no risk, more fun. Und es hat tatsächlich auch geholfen. Und irgendwie sitzt Winter. Ich muss aber echt sagen, ich bin so in love mit dieser Grafik. Ich finde, die Pferde schauen so realistisch und so schön aus. Das ist echt nice. Vor allem das Modell hier feiere ich halt extrem. Also das ist echt pretty. Oh, okay. Also wenn wir Glück haben, müssen wir keine Entweder-Oder-Entscheidungen treffen, sondern wir kriegen auch einfach mal Token. Oder Token. Kriegen wir auf jeden Fall Money geschenkt. Wir haben jetzt 17 dazu bekommen. Nice. Unsere Stute könnten wir in der nächsten Stunde auch wieder zur Futtersuche schicken. Aber ich würde. Oh, das ist teuer. Ich wollte gerade meine zwei bisherigen Ponys sich gegenseitig beschützen lassen. Aber wenn du dir dein Pony beschützen lassen möchtest, kostet dich das 50 Token. Und das ist schon für meine Verhältnisse viel. Auch wenn du dein Leit hängst, schlafen legst, du kannst wirklich nur einmal pro Tag ein Trainingsbattle machen. Sadly. Was ich an dem Spiel mega feier, ist, dass das wirklich unendlich geht. Also es passieren. Ach Gott, was ist denn hier los? Dass du immer neue Möglichkeiten findest und die Herde wird immer größer und du hast natürlich auch die Möglichkeit, eben gegen andere Herden zu kämpfen. Also kannst du auch mit anderen Spielern interagieren und ich finde das echt cool. Es ist nichts, wo du Geld rein investieren musst oder was irgendwann mal ein Ende findet. Ich meine, hier oben steht die Kilometeranzahl, die du bereits mit deinen Pferden zurückgelegt hast, also mit deiner Erde. Ich wollte schon mit deiner Erde sagen, mit deiner Herde. Und es ist nicht, dass es heißt, ab 20.000 geht es nicht mehr weiter. Es ist wirklich ein Spiel mit unbegrenzten Möglichkeiten. Ich feiere das. Ich mag das. Dafür, dass es in Anführungszeichen nur ein Browser-Game ist, finde ich, ist es wirklich gut fortgeschritten. Und es ist mal was anderes. Ich meine, mit Reitern oder Reitdisziplin hat das nichts zu tun. Es hat wirklich was mit frei lebenden Pferden zu tun. Eigentlich mit den Ursprüngen unserer Pferde, die wir besitzen. Wenn übrigens deine Energie weiter unten ist und auch deine Gesundheit und es wirklich knapp um das Pferd steht, hast du auch Karotten, Äpfel und diverse Früchte und Kräuter, die du deinem Pferd geben kannst, um eben die Gesundheit aufzustocken. Oder die Energie. Diese kannst du übrigens finden, wenn du eben mit deiner Herde unterwegs bist oder deine Stute zur Futtersuche schickst. Zumindest habe ich das so verstanden. Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Okay, wir hatten jetzt mehr oder weniger das Glück, einer anderen Herde zu begegnen, während ich rumgelaufen, galoppiert bin. Wir haben jetzt ja auch die Möglichkeit zu attackieren und eventuell ein weiteres Herdenmitglied zu erhalten oder auch zu verlieren. Oder einfach rumzufliehen. Da passiert nichts. Well, wir haben gewonnen. Wir haben ein weiteres Mitglied erhalten. Oh, wie hübsch. Oh mein Gott, kann mir jemand bitte sagen, warum diese Modelle so süß sind? Wenn man nicht aufpasst und einer anderen Herde begegnet und sie attackiert, kann es eben passieren, dass ihr auch mal, wie bereits erwähnt, ein Pony verliert. Und das ist mir gerade passiert. Und passt da echt auf, geht da kein allzu großes Risiko ein, obwohl es eigentlich der Sinn dahinter ist. Kommt drauf an, seid ihr ein Risikomensch oder seid ihr keiner? Und hier ist es auch wieder passiert. Es gab ein Erdbeben und ich habe eins meiner Ponys verloren. Das ist so mies, jetzt habe ich glaube ich nur noch zwei. Nach und nach kommen mir immer mehr Pferde in eure Herde, genauso wie halt auch welche verlassen. Aber trotzdem, die bei euch in der Herde waren, werden in diesem Sammelalbum aufgehoben. Und je nachdem, wie viel ihr schon gesammelt habt, könnt ihr auch Preise gewinnen. Beziehungsweise Belohnungen. Das sind die ich bisher gesammelt habe. Aber ich bleibe am Ball. Ich will auf jeden Fall noch mehr sammeln, weil
Schaut euch mal an, wie schön die eigentlich sind. Es gibt so viele diverse Fellfarben und Formen. Es sind so viele Rassen dabei. Hier, Tinker gehe ich jetzt mal von aus. Tinker sind dabei, Friesen sind dabei. Das schaut nach Isländer aus. Ponys sind dabei. Es ist alles dabei. Paint Horses, Quarter. Und wenn du... Jetzt muss ich kurz gucken. ...das in 100.000 Kilometer erreicht hast, bekommst du das Sternenpferd. Ich habe Starter Horse erst gelesen. Dieses Sternenpferd dazu. Es wird sogar spezielle Fähigkeiten haben. Hier kannst du mehr nachlesen, aber ich denke, das könnt ihr selber nachlesen. Ich meine, das gucke ich mir später selber an. Ich will euch nicht ja allzu sehr spoilern. Solltest du aber genauso wie ich zu den Sammlern gehören und dir fehlen irgendwann noch welche, oder du hättest einfach irgendein spezielles Fell, weil es einfach einem Pferd ähnlich sieht, das du im Real Life hast oder kennst, dann gibt es auch einen Pony Exchange. Da kannst du sagen, okay, ich habe hier eine Stute, die würde ich gerne anbieten. Und ich suche dafür die und die Stute in dem Geschlecht. Und ich kann mir, ich habe, oh, und ich habe 123 Token und ich kann mir jetzt mit 50 Token diesen neuen Hengst dazu holen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Oh mein Gott, der ist so pretty. Der schaut aus wie so ein gescheckter Friese. Ich glaube, das soll er auch darstellen. Und... He is so pretty. Hello. Ich habe leider weder Karotten noch Äpfel mehr und kaum Energie, also ich könnte nicht mehr im Schritt weiterarbeiten. Ich könnte mir theoretisch jetzt noch mit 10 Token nochmal 2 Karotten, 2 Äpfel und einen Farn dazu kaufen. Aber um ehrlich zu sein, will ich meine Token für das nächste Pferd sparen und würde deswegen hier auch einen kleinen Stopp einlegen und erst auch morgen wieder weiterspielen. Das sind jetzt meine aktuellen Herdenmitglieder. Ich finde die mega cute, muss ich sagen. Mein Favorit ist immer noch der hier. Wir haben bereits auch schon einige Skills dazu gewonnen. Mein Pferd hat es hauptsächlich mit der Geschwindigkeit. Und ich hoffe, dass wir vielleicht beim nächsten Mal ein Battle starten können mit einem anderen Hengst. Wäre echt cool, weil, ja. Aber wie gesagt, wir müssen unsere Skills ein bisschen hochpushen und ich denke, das kriegen wir schon hin, oder? Dann würde ich mich hiermit verabschieden. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel auch spielt. Wenn ja, schreibt mir euren Namen. Hier oben könnt ihr meinen sehen. Ich heiße Lina Leopardmoon, aber ohne Leerzeichen, also zusammengeschrieben. Und die L's sind groß. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und ciao, Kakao!